Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen an Star Wars YouTuber Epic Wars mit weiterer Star Wars Battlefront 2 Action und natürlich News, Leute. Herzlich willkommen, ich kann euch wieder begrüßen hier. Es geht wieder weiter mit Star Wars Battlefront 2. Ja, ich hoffe, euch hat das Best of gestern gefallen, beziehungsweise wann ihr das auch gesehen habt. Es ist mega nice geworden, denke ich, also meiner Meinung nach, denn ich habe richtig lange gebraucht. Ich habe 2 Tage gebraucht, um so ein Best-of zu machen. Musste erstmal ein paar Szenen zusammensuchen, dann die Musik abstimmen, dann musste ich einige Szenen rausnehmen, einige gute Szenen. Mal schauen, ob ich auch nochmal ein paar Best-ofs mache, denn ein paar Szenen sind natürlich flöten gegangen. Es war eigentlich ganz gut, dass ich einige Sachen reingepackt habe, so von dem Best-of, die eigentlich nicht so viel, beziehungsweise nicht so viel Action beinhaltet haben, sondern auch mal so die Geschichte des Kanals wieder gespiegelt haben, auch mal mit dem Anfang des Intros, mit dem Kanalwechsel und natürlich auch mit dem 300 Plus Versuch. Das war eigentlich alles ganz gut, ja, zusammengefügt, sage ich mal, ja, nur abgehoben. Ja, Leute, es muss wieder sein, Star Wars Battlefront 2 Action. Und im Gameplay, Leute, ein richtig chilliges Gameplay, ist ein bisschen älteres Gameplay, denn ich spiele mit Han Solo. Ich wollte das für euch mal rausholen und mit der CR2 ein bisschen Abwechslung, das wolltet ihr auch. Apropos Abwechslung, Leute, ich werde heute sogar Livestream, ihr könnt gerne dabei sein. Natürlich auf meinem Gaming-Kanal, Video-Link, also Link zum Livestream oder zum Kanal sind in der Videobeschreibung oder auch werde ich in die Kommentare posten, falls ich es nicht vergesse. Natürlich, Leute, Livestreams kostenlos, weil der ein oder andere hat mich gefragt, hey, Epic, kostet ein Livestream 5 Euro? Nein, Leute, das ist natürlich kostenlos. Ihr müsst nichts bezahlen, ihr müsst nichts angegeben, ihr könnt einfach im Stream dabei sein. Und natürlich, ich habe nicht so viel Zeit, ne, wie andere und kann nicht so oft Livestream. Werde heute noch natürlich ein paar Videos aufnehmen für euch, da auf dem Gaming-Kanal auch noch ein paar Videos veröffentlichen. Und ja, eigentlich geht's munter weiter, also 2 Kanäle zu führen. Ist zwar hart mit einem Vollzeitjob, aber ich versuche mein Bestes, ich gebe mir Mühe und ich verschwende nicht so viel Zeit. Das Krasse ist auch noch, ich bin auch noch mit einer Real-Life-Kollegen unterwegs. Und die wissen das auch zu schätzen, denken auch so, hey, Epic hat nicht so viel Zeit, aber ich werde natürlich immer was mit denen machen. Zum Beispiel einmal in der Woche mache ich mindestens was mit denen und ich bekomme alles im Griff. Also ich habe alles im Griff. Ich hoffe mal, dass nicht sowas wie eine Krankheit oder eine Verletzung mich irgendwie abhält, YouTube-Videos zu machen, denn dann fehlt mir natürlich eine richtig lange Zeit. Aber ja, so viel dazu, Leute. Ja, ich habe für euch wieder ein paar News. Ihr habt ja wahrscheinlich gehört, die Skins, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, die Skins sind draußen, Leute, für Han Solo, Luke Skywalker und Prinzessin Leia. Das habe ich ja auch schon im Video erwähnt. Und man kann eigentlich sagen, jetzt gibt es Skins in Star Wars Battlefront 2. Das ist erster Anfang, Leute. Und ja, man hat das auch eigentlich zu Star Wars Battlefront 1 Zeiten gesagt. Man hat gesagt, hey, die Skins sind draußen, jetzt gibt es auch in Battlefront 1 irgendwann richtige Skins. Damals war das aber ein bisschen anders, weil die Skins wurden hinzugefügt und das war es so. Also auf bestimmten Maps hast du die Helden gespielt und die hatten dann die andere Skins an, also andere Klamotten an. Und das war es eigentlich. Hier in Star Wars Battlefront 2 läuft das aber ein bisschen anders, Leute. Denn ihr könnt die Skins natürlich freischalten durch eure, ja, ich sag mal, durch eure Herausforderungen, die ihr da macht. Und dann habt ihr die Skins. Und das ist halt auch der Anfang. Ich denke, das ist der Anfang. Ich bin eigentlich ziemlich felsenfest davon überzeugt, dass es der Anfang ist von den Skins. Weil jetzt kann man die Herausforderung machen, dann hat man die Skins. Und ich denke mal, im Laufe der Zeit, im Laufe der Updates, werden auch neue Skins dazukommen. Und die Frage des Tages, Leute, ist, für welche Helden, beziehungsweise auch generell, würdet ihr Skins feiern? Und für welche Helden würdet ihr gerne Skins sehen? Und was wäre mit den Skins für eure schwere Klasse, Angriffsklasse, Offizierklasse oder Spezialistenklasse? Würdet ihr das geil finden? Und was für Skins würdet ihr wollen eigentlich? Und wie findet ihr eigentlich die Idee? Das ist natürlich meine persönliche Meinung auch. Ich finde das richtig geil, Leute. Ich bin eigentlich richtig verliebt in das Spiel, weil die haben das so gemacht, dass, wenn du die Herausforderung machst, dass du auch die Skins bekommst. Weil du musst kein einziges Cent dafür bezahlen. Du musst nicht 1,99 € bezahlen oder 99 Cent oder 49 Cent oder 3 Euro. Du musst einfach nichts bezahlen, du musst einfach Herausforderung machen. Wie geil ist das denn? Und du musst kein einziges Cent dafür bezahlen. Und das ist halt das Geile, was ich so denke. Okay, dann lass doch so machen, dass wir immer Herausforderungen haben.
Dafür müssen wir das halt machen. Ne? Ist halt aber nicht so schlimm, wie wenn wir immer 2, 3 Euro bezahlen. Also ich finde die Idee richtig nice. Eure Meinung würde mich auch mega interessieren, Leute. Seid aktiv in den Kommentaren. Ich bin mega gespannt, was ihr davon haltet. Ob ihr sagt, hey Epic, mich würde es nicht stören, wenn es Geld kostet. Dann muss ich die Herausforderung nicht machen. Oder seid ihr dafür, hey Epic, lieber Herausforderung und dafür halt kein Geld dafür bezahlen. Natürlich, wenn Skins rauskommen. Und sagen wir mal, eine Hälfte der Skins ist kostenlos, ist per Herausforderung, sage ich mal, okay, ist in Ordnung, einige Skins kosten Geld, hey, damit wäre ich auch zufrieden, hey, warum nicht, aber wenn alle Skins Geld kosten würden, dann würde ich natürlich sagen, hey, okay, oh, da würde ich mir ein paar Skins holen, aber nicht alle, ehrlich gesagt, ich würde mir schon einige holen, ich habe mal ein paar Kristalle, die speichere jetzt auch noch, die Frage ist, wann kommen die Skins, ich denke, die kommen im März, ich vermute es, das ist nicht offiziell, und das ist halt auch die Sache. Wann kommt das nächste Update? Das nächste Update weiß ich noch nicht genau wann. Rechnet mit so 4-5 Wochen. Ich werde natürlich die News dann hier auf diesem Kanal sofort hochladen, falls ich die News habe zu neuen Skins. Und der Season 2, Leute, was viele erwarten. Natürlich müssen wir jetzt ein bisschen Geduld bewahren und dann einfach mal abwarten, was so noch kommt. Ja, Skins ist ein großes Thema, Leute. Großes Thema ist eigentlich heute nicht das Server-Update, aber Server-Update ist heute am Start, Leute. Heute kommt ein Server-Update, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich schon erschienen. Was das Server-Update bringt, wissen wir nicht. Eigentlich hält man solche Server-Updates nicht, denn das sind so kleine Updates, wo man so denkt, oh, da wurden ein paar Fehler behoben. Und ich habe da einige Fehler auch feststellen können, also von einigen Leuten, die haben mir von Lag-Problemen erzählt, dass bei denen das Spiel laggt. Ich habe selber keine Probleme gehabt, aber muss auch dazu sagen, ich hatte nicht so viel Zeit zum Zocken. Aber, ja, heute wieder zocken, heute wieder Livestream. Und die Lags sollen beseitigt werden, heute mit dem Server-Update. Dann, Aufsätze auf den Blastern funktionieren nicht richtig. Ich denke mal, heute werden auch diese Probleme dann gelöst, weil das ist halt auch die Sache, dass man halt ein funktionierendes Spiel hat und dann einfach nur mit seinen Blastern, die man halt ausrüstet, auch schön mit den, ja, ich sag mal, Aufsätzen, Schnellfeuer und so weiter auch chillig zocken kann, weil das ist halt sehr wichtig. Und die Frage ist, kommen mehr Skins? Ich komme beim Server-Update, werden nicht Skins kommen. Vielleicht, ich denke mal, vielleicht kommen neue Aufträge oder Aufträge werden bearbeitet, irgendwelche Sachen. Und man muss dazu sagen, zum allerersten Mal, so in der letzten Zeit, muss man auch noch erwähnen, dass so ein Server-Update jetzt auch eine Downtime hat. Das heißt, ihr könnt das Spiel halbe Stunde nicht zocken. Also das war jetzt schon und man musste das Spiel quasi dann neu starten und gucken, wann es dann wieder geht. Und nach einer halben Stunde ging das Spiel dann wieder. Und das ist halt auch die Frage, was ändern die? Weil das ist schon etwas größer. Bei Server-Update passiert eigentlich im Vordergrund, Hintergrund. Und das bekommt ihr gar nicht mit, dann startet ihr das Spiel. Und ja, das ist halt auch so eine Sache, ne? Jetzt muss ich gerade ein bisschen aufstoßen, aber ist ja nicht schlimm. Das Video geht ja weiter. Ja, Leute. Dann habe ich noch ein paar News für euch. Kann ich raushauen für Arcade-Fans, Leute. Arcade-Fans bekommen noch weiteren Content in den nächsten Monaten. Also ich glaube, Arcade wurde noch nie so supported wie in diesem Spiel. Also Arcade-Modus, kann man auch Offline-Modus dazu sagen eigentlich. Der wurde noch nie so krass supported in einem Multiplayer-Online-Shooter. Muss man dazu sagen, weil Multiplayer-Online-Shooter ist ja eigentlich Star Wars Battlefront 2. Und dass der Offline-Support so großartig ist, hätte ich niemals für möglich gehalten. Und das ist halt richtig krass, dass sie einfach die Leute sagen, hey, ihr holt euch kein PlayStation Plus, ihr habt kein Geld oder könnt euch das nicht leisten. Aber wir supporten euch trotzdem. Und das ist halt das Geile. Man muss kein PlayStation Plus haben, um Arcade zu spielen. Und das ist halt so ein Gedanke, wofür ich EA einfach liebe, so weißt du? Ich liebe einfach EA dafür, dass sie auch an die Leute denken, die nicht so viel Geld haben. Und auch mal, ja, die supporten, die auch gerne offline spielen, auch Arcade, richtig aktiv da am Start sind. Ja, Leute. Das sind halt die Änderungen, die jetzt kommen werden. Die große Frage ist natürlich Season 2. Season 2. Was für Helden kommen? Kommt jetzt Anakin Skywalker, was ist mit General Grievous? Das sind halt so Fragen, die ich immer dauernd gestellt bekomme. Natürlich kann ich die nicht beantworten, weil offiziell ist noch nichts draußen. Offiziell gibt es noch keinen Termin, gibt es noch keine, ja, ich sag mal so, noch keine Daten, keine Fakten, nichts ist auf den Tisch gelegt worden. Der ein oder andere sagt, hey, Grievous steht fest. Natürlich, ich dachte auch, Update kommt alle 4 Wochen, weil die das erwähnt haben. Selbst wenn das EA erwähnt,
muss man dazu sagen, heißt es nicht, dass es unbedingt kommt. Also wenn ihr jetzt sagen würdet, General Grievous kommt in 4 Wochen, heißt das vielleicht, dass er nicht in 4 Wochen kommt, sondern nach 4 Monaten. Also man weiß nicht, EA verschiebt auch einige Sachen. Es kann auch zu Problemen führen in der Update-Entwicklung, wenn die ein Update entwickeln, dass es da irgendwie auch zu Verschiebung kommt durch irgendwelche Probleme, durch irgendwelche Bugs und so, dass das erstmal beseitigt werden. Und ja, das ist halt auch die Sache, was für Helden kommen. Bekommen wir endlich Anakin Skywalker, mein persönlicher Favorite? Eigentlich ist es nicht so mein Favorite, wenn man so bedenkt, aber vom Star Wars Charakter ist es auf jeden Fall einer meiner Lieblinge. Weil ich liebe einfach Anakin Skywalker in dem Film. No Homo natürlich, ich mag diesen Charakter. Und man kann ihn auch irgendwie auch verstehen, als er zu Vader geworden ist. Er wurde ungerecht behandelt. In Episode 3 habt ihr gesehen, er wurde nicht so korrekt behandelt. Er hat einige Sachen in Frage gestellt und dafür wurde er halt ein bisschen, ja, stumm geschaltet, sag ich mal. Ihm wurde ein bisschen die Power weggenommen. Bisschen die Energie, ja, gedrosselt, sag ich mal. Und das ist halt die Sache, ne? Man kann ihn ein bisschen verstehen. Und in Star Wars Battlefront 2, wenn man ihn spielen kann, natürlich mit Lichtschwertern. Und ich bin mit den Lichtschwerthelden nicht so gut. Und das ist halt auch die Frage, wie würde ich dann halt mit dem spielen? Und die Sache ist auch, mit Lichtschwerthelden eher so offensiv spielen oder eher so defensiv spielen? Das sind halt auch so die Fragen, die ich mir stelle und die ich auch in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen beantworten werde, weil ich will ja auch für euch Abwechslung bringen. Ich werde mit Vader spielen, ich werde mit anderen Helden spielen, auch mit Skywalker. Auf den hätte ich auch Lust, obwohl der mir beim Best-of bisschen die Laune verdorben hat in manchen Gameplays, aber das gehört halt dazu. Das muss man ehrlich dazu sagen und nicht haten, aber ja. So ist es halt, Leute. Ich bin mega gespannt, was die nächsten Tage und Wochen bringen. Ich werde, wie gesagt, sehr aktiv sein. Was die Gameplays angeht, versuche ich, also manche Gameplays sind halt ein bisschen älter, aber ich versuche natürlich für euch Abwechslung zu schaffen, falls ihr irgendwelche Ideen habt, mit welchen Helden man richtig gute Gameplays raushauen kann, dann könnt ihr das natürlich auch in die Kommentare schreiben. Ja, Leute, das soll es gewesen sein für das heutige Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video und gute Unterhaltung, denn darauf kommt es an. Hier kommt es in erster Linie auf die Unterhaltung an. Natürlich, die Gameplays müssen auch etwas gut sein. Das Gameplay war jetzt nicht so krass gut, aber ja, ein bisschen mit Han Solo gespielt. Und ja, das ist natürlich im Sinne aller, dass ich auch ein bisschen Abwechslung bringe, versprechen wurde. Ich bin auf jeden Fall raus, Leute. Wir sehen uns später zum Livestream. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.